Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die nächste Frage ist, was kann ich gegen Neid tun, gegen Hasad? Und subhanallah, das ist natürlich eine sehr, sehr schlimme Krankheit, die wir heutzutage haben, dass wir neiden, was die anderen haben. Und ich habe dazu auch verschiedene Videos, die dir inshallah ta'ala helfen können. Aber grundsätzlich, was dir hilft, ist, erstmal Dua zu machen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, Dua zu machen, dass er dich davon befreit. Und zweitens, Dua zu machen für die Person, die du neidest. Du sagst, ja, aber ich neide gerade die doch, warum soll ich? Ja, das hilft dir, dass du sagst, oh Allah, gib ihm noch mehr, gib ihr noch mehr, segne sie darin und so weiter. Und wenn du das auch haben möchtest, sag, oh Allah, bitte vermindere meinen Neid und hilf mir auch, das zu erreichen, was er oder sie erreicht hat. Aber mach Dua für diese Person, denn wenn du Dua für eine Person machst und es vielleicht irgendwann sogar aufrichtig wird, dann sagen die Engel, wa laka mislah, für dich auch das Gleiche. Und inshallah ta'ala wirst du dann auch sogar das Gleiche erreichen und dein Neid wird inshallah ta'ala fortgehen.